Moin Moin YouTube, was haben wir dieses Mal? Dieses Mal haben wir die Computerbild Ausgabe 11 2011 mit einem Psychothriller-Film, nicht schuldig. Die Hauptdarsteller sind Demi Moore und Alec Baldwin. Beide Schauspieler kenne ich. Also nicht persönlich, das ist ja, ich meine, ja, ein raffinierter Psychothriller mit Starbesetzung nach dem Drehbuch von Oscar-Preisträger Ted Talley, Das Schweigende Lämmer. Nervend aufreibend. Ich weiß nicht, ich glaube, der kommt mir bekannt vor. Ob ich den gesehen habe, weiß ich nicht. Musste ich nochmal reinluxen und dann wüsste ich es. Ansonsten, ja, ich werde ihn mir die Tage anschauen. Und was haben, ja, was sehen wir hier? Über 500 Programme auf einer DVD. Wie ist das möglich? Richtig, mit der Kategorie Open Source DVD. Da sind wieder eine Menge Programme dabei, für jeden bestimmt was dabei. Wenn irgendjemand irgendein Programm sucht, please, hier, bitte, holt euch die DVD. Und ihr werdet bestimmt fündig. Da ist bestimmt was für jeden dabei. Fangen wir aber oben an. Titelthema. Ja, auch dabei endlich das neue Kaspersky Security Suite CVE 11. Ich wollte schon 10 sagen. Ja, gefällt mir bis jetzt nicht. Ich glaube, ich mache das alte wieder rauf. Warum gefällt es mir nicht? Und zwar, das alte, die CBE 10 Version, hat immer ziemlich viel Werbung ausblenden können. Und nun gut, ich habe das jetzt seit 3-4 Stunden installiert bei mir. Und ich muss sagen, ja, mir persönlich gefällt das nicht. Ich fand das auch ganz schick. Als ich es installiert habe, da kam auch gleich das Gadget. Zack. Sieht ganz nett aus, ganz nice. Nichts für mich. Hier ist auch noch ein anderes schönes Theme. Und tada. Ja, wie gesagt. Trotzdem, ich habe mich jetzt halt seit ein paar Stunden damit beschäftigt, mit dem Programm. Und ich muss sagen, so ganz begeistert bin ich davon noch nicht, weil, wie gesagt, überall wird jetzt komplett wieder Werbung eingeblendet und die wird nicht unterdrückt oder eine komplett leere Seite angezeigt. Und ja, nun gut. Ich fand die alte Version besser. Und wer weiß, vielleicht wird das ja noch mit einem Update behoben oder so. Keine Ahnung. Und zusätzlich dabei C-Cleaner 3.05. Das ist ein Aufräumprogramm für diverse unnütze Dateien, die sich auf dem Rechner ablagern und damit der Rechner wieder ein bisschen flotter läuft. Sicherheitscenter. Anti-Browser-Spy 3.5 CBE und Computerbild-Abzockschutz. Ja, sonst nichts Neues. Nein. Dann haben wir den Starter-Background-Changer. Das ist für Windows-Starter-Versionen, die sehr stark eingeschränkt sind. Also wirklich sehr, sehr stark eingeschränkt. Da ist weder die Aero-Oberfläche aktiv, noch kann man das Hintergrundbild ändern. Mit dem hier kann man das. Das ist ein schönes Programm, mit dem man das kann. Ich kann es nicht testen. Ich habe die Ultimate-Version bei mir drauf und kann sowieso immer alles bei mir ändern. Ja. So. CD Recovery Toolbox. Das ist ein interessantes Programm. Ich habe jetzt auch kein. Mal schauen, wie ich das testen kann. Das Programm ist dafür da, für zerkratzte DVDs, dass man Daten rettet.
Für ja, CDs, die zerkratzt sind oder mit Flecken übersät, sehe ich da unten gerade. Muss ich mal austesten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Probieren geht über Studieren, ne? Dann haben wir Java Runtime Environment. Ein, ja, Update könnte man auch sagen für die Java-Konsole. Audio, Video, Foto. Da haben wir einiges für Musik. Oder speziell für Musik, ich würde sagen, schon hier eine nette Art kleines Starterpaket. Da haben wir zum Beispiel AllDub in der Version 3.3.1.0, mit der man Dubletten auf dem Rechner finden und löschen kann. Man kennt das bestimmt, man hat hier ein Lied, man hat da ein Lied, die sind beide unterschiedlich benannt. Haben aber den gleichen Inhalt und dieses Programm spürt solche Dubletten auf und löscht die dann, was ich dann sehr schön finde, weil ja, kennt man bestimmt auch bei Bildern. Ich weiß nicht, ob es bei Bildern funktioniert, ist aber bestimmt mal interessant herauszufinden. Dann haben wir Media Info. Ja, dieses Programm zeigt bei Musik- und Videodateien alle möglichen Informationen an und insbesondere die Codecs, die diese Datei braucht, um abgespielt zu werden. Bei Windows 7, gut, braucht man jetzt nicht irgendwie noch speziellen Player oder so. Der Windows Media Player, der spielt dann doch schon alles ab. Und selbst wenn, es gibt den VLC Player und der ist top. Absolut top. MP3 Direct Cut. Damit kann man ja ein MP3 Schnittprogramm. Kurz und gut, ja, würde ich so sagen. Einmal in der Windows XP und einmal in der Windows 7 Version. Ja. MP3 Gain 1.2.5. Mit diesem Programm könnt ihr eure Lautstärke auf einem bestimmten Level, den ihr selber entscheidet, einstellen. Das habt ihr bestimmt auch. Ihr habt ein Lied, da müsst ihr die Boxen voll aufdrehen, damit es bei euch normale Lautstärke hat. Und bei dem nächsten Lied hat es dann, ja, reißt es euch fast die Membrane aus den Boxen. Mit diesem Programm könnt ihr diese nervige Ungereimheiten der Lautstärke auf ein Niveau herabsinken und das ist dann überall gleich. Soweit ich das beurteilen kann, ist da jetzt keinerlei Qualitätsverlust an der MP3-Datei selber vorhanden. Was ich schade finde, mit Videodateien funktioniert es nicht. Was ich ja, finde ich nicht so schön. Na gut, kann man nicht ändern. Dann haben wir noch MP3 Tag. Mit diesen könnt ihr eure Musiktitel identifizieren und so den Namen zugeben, den es verdient, nein, den es, es ist ein Umbenennungsprogramm, würde ich sagen, aber auch mit Online-Funktion und zusätzlich auch mit Massenumbenennung und ja, zum Beispiel mehrere Interpreteten, die dann, wo ihr dann mehrere, ich habe gerade voll die Wolle im Mund. Ja, zum Beispiel ein Album. Ihr habt ein Album auf dem Rechner und dann habt ihr da nur Track 1 bis Track 12 und dann könnt ihr damit dann die Musikinformationen alle einschleusen, ja, eingeben. Alter, zu viel drumherum Gelaber für nichts und wieder nichts.
MP3 Repair Tool. Damit könnt ihr eure fehlerhaften MP3-Dateien reparieren, wie das Tool schon sagt, also wie der Name des Programms schon sagt, MP3 Repair Tool, ja. So könnt ihr dann zum Beispiel auch, wenn ein Lied am Anfang irgendwie so, ja, direkt losgeht und ihr habt davor keine ruhige Minute, könnt ihr da, wie es hier steht, 0,03 Sekunden vorspielen, damit es vom Nichts ins etwas Ruhige und dann voll losgeht, anstatt dass es dann halt, wie gesagt, ihr habt dann den Titel ausgewählt und es geht sofort los und ne? Gut. Muffin Player, ja, ist ein MP3 ja, Player, Musikabspielprogramm, ja. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Omega Tag. Damit könnt ihr eure fehlerhaften ja, Albenbilder nachladen. Toll, jetzt habe ich genau das gesagt, was da steht. Wollte ich eigentlich nicht tun. Dann mit diesem Programm könnt ihr eure ich habe schon wieder den Satz im Kopf. Mann, was ist das? Leute. Null Konzentration gerade. Toll. Mit diesem Programm speichert ihr Albenbilder zusätzlich zu euren MP3-Dateien, was ja sehr schön aussieht, wenn ihr spezielle Programme habt, wie zum Beispiel Coverflow für iTunes oder so. Nee, nicht für iTunes, für iPod oder iPhone Touch und so weiter. Dann ist es besser, wenn ihr dann so ein schönes Albumbildchen habt, anstatt so ein nichtssagendes Bildchen, was auch immer. Ja. Dann haben wir Tunic. Mit diesem Programm könnt ihr ihr könnt dann ins Mikrofon singen und dieses Programm erkennt dann, was es für ein Lied ist. Ja, damit das funktioniert, braucht ihr natürlich Internetverbindungen, sonst klappt das nicht. Ich habe das mal damals ausgetestet gehabt, in einer früheren Version, und ich glaube, das hat funktioniert gehabt. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, so ein bisschen Karaoke zu singen. Angeblich funktioniert auch Summen und vor sich hin murmeln und sowas. Mit diesem Programm wandelt ihr eure, ja, was, ich will das jetzt nicht aussprechen, ich glaube, das ist X3Code, irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, mit diesem Programm konvertiert und wandelt ihr eure Musikstücke in MP3-Dateien oder aber in AAC, APE, FLAC, MP2, MP3, habe ich ja gerade eben schon gesagt, MPC, Nero, AAC, OGG, Wave und WMA-Dateien um. Oder diese folgende Dateien könnt ihr in dieses Programm laden und dann in ein anderes der eben genannten, ich lese dich jetzt nicht nochmal vor, ich bin doch nicht bescheuert, umwandeln. Ein schönes, kleines Alleskönner-Ding-Programm, ja. Insbesondere funktioniert das auch mit, lese ich hier gerade, mit iTunes-Musikstücken. Ich habe mit iTunes und iPod und iPhone und schieß mich tot nichts am Hut. Deshalb kann ich dazu nicht allzu viel sagen, weil ich in diesem Bereich null Ahnung habe. Aber wirklich null. Ich glaube, iTunes ist nur so ein Musikstore, wo man dann seine Musik kauft. Mehr weiß ich, glaube ich, nicht. Nö. Dann haben wir den PVA Strumento. Mit diesem Programm könnt ihr eure von einer Videodatei die Tonspule trennen und so dann extra speichern. Was ja in gewisser arbeitlicher Hinsicht dann doch praktisch sein könnte. Ja.
Das soll es dann mit Audio, Video, Foto gewesen sein. Und im App Center, da habe ich was Schönes entdeckt gehabt. Da muss ich jetzt nochmal kurz nachblättern. Da. Wortschatztrainer, Business English. Das habe ich im App Center gefunden gehabt. Oder gesehen gehabt hier in dem Heft. Ja, Business English. Business English ist alles, was so im Bereich Büro hingeht. Auf jeden Fall sehr interessant, auf jeden Fall. Sowieso Langzeitprogramme, die sind dann doch recht umfangreich und haben auf jeden Fall immer. Wie drücke ich das jetzt vorsichtig aus? Ja, die haben dann. Ja, Punkt. Und was haben wir da noch im App Center? Da haben wir noch den Verschlüsselungsprogramm Avalon Basic 8, womit ihr dann Dateien verschlüsseln könnt. Und ja, gut. Was ich dann auch noch gesehen habe für Mobiles, also das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe mit Langscheid und Avalon, das war für den PC zum Laden noch und im App Center selber, ist noch fürs, war das jetzt fürs Handy? Ja, doch, fürs Handy. Aber ist das jetzt fürs iPhone? Moment. Für Android und Symbian Handys ist das, und zwar Kaspersky Mobile Security 9. Ja, ein Virenschutzprogramm fürs Handy. Wie gesagt, funktioniert nur mit Android und Symbian. Und dann habe ich hier noch einige andere, die dann sowohl auf den iPod, iPhone und iPad so weiter so funktionieren, wie zum Beispiel Baumbestimmung, Identify, Tree Light, Fair Taxi Light und Golf Suite Light. Das sind alles ja nette Spielereien auf jeden Fall. Keine Frage, also interessante Spielereien, aber jetzt nichts Lebensnotwendiges, wie zum Beispiel ja, ein Taschenmesser am iPod. Ja, Leute, macht euch mal dran und das zu entwickeln. ja, das war das. Zu der Open Source DVD werde ich ein separates Video machen, sonst wird das zu lang mit diesem. Und da werde ich aber auch nicht alles, ich werde da nur die besten 5 der Kategorien durchgehen, glaube ich. Aber alle werde ich nicht aufzählen, das wäre zu viel. Ja, das war's dann dieses Mal von mir. Und ich denke mal, mit den Open Source, das nehme ich gleich im Anschluss auf und lade es dann morgen, übermorgen hoch. So, bis dahin und tschüss.